Ja, man kann sagen, mit 800 Dosen Applewall, 40 Kartuschen Silikon und 4 Kilo Heißkleber und fertig ist er, der Bembel Bomber. Ein Wahnsinnsgeschoss in Heppenheim konstruiert und gebaut. Toni Niklisch, du bist der Vorsitzende vom Heppenheimer Fanclub von Sebastian Vettel. Wie kamt ihr denn darauf zu sagen, komm, wir bauen so ein Ding jetzt nach? Ja, wir wollten unbedingt mal ein etwas anderes Aushängeschild, was es so noch nicht gab. Und wir wollten unser eigenes Formel-1-Auto. Die Budgets in der Formel 1 sind doch relativ hoch, da können wir nicht mithalten. Dann entstand ruckzuck die Idee, hey, lasst uns ein eigenes bauen. Wir kaufen regional, wir nehmen Applewall-Dose bei uns aus dem Odenwald und ja, ich glaube, das Projekt kann sich sehen lassen. Wie lange habt ihr denn gebraucht? Also jetzt nicht nur, um die Dosen leer zu trinken, sondern auch, um dieses Sportwägelchen zu bauen. Ja, es waren knapp 2 Monate harte Bauzeit. Es hat aber wirklich super viel Spaß gemacht. Es war eine super Teamleistung und durch die Aktion ist man auch super zusammengewachsen. Das muss man auch ganz klar sehen. Ich kann mir jetzt schon vorstellen, wie Sebastian Vettel, als er dieses Foto gesehen hat, reagiert hat in seiner Siegerpose. Da steht er immer mit dem Finger nach oben da und feiert das Ganze. Oder auch wenn er unterwegs ist, hier in Heppenheim, da war er ja auch schon mal zu Gast und ist mit seinem Formel-1-Wagen hier durch die Straßen gefahren. Das war ein Riesenspektakel damals. Weiß er denn davon? Also kennt er diesen Formel-1-Wagen aus Heppenheim? Ja, der Sebastian weiß Bescheid. Wir hatten das Glück, letztes Jahr dieses Auto ja schon zu präsentieren. Eine Stunde vor seiner Präsentation haben die Möglichkeit bekommen, dann Bilder von unserem Bembel-Bomber nach Italien zu schicken, auf seine Präsentation. Er war hin und weg, er war super begeistert und hat sich wirklich bedankt für die Unterstützung, die er aus seiner Heimatstadt hat. Was hat er denn jetzt alles? Also fährt er denn? Also hat er irgendwie einen Rasenmähermotor drin oder ist er wirklich nur zum Angucken gedacht? Nee, das ist wirklich ein reines Museumsstück. Haben wir da noch keinen fahrbaren Untersatz drunter gebaut. Aber ich denke mal, mal schauen, was die Zukunft bringt. Das wäre doch mal die Idee, der Bembel Bomber 2.0, dann mit einem Rasenmähermotor. Ich habe auch gesehen, ist das hier vorne eigentlich für den Sprit sozusagen, was tankt der Applewall? Ja, ist das ist richtig. Genau, das ist unser Tank-Einfüllstutze, den haben wir jetzt auch ein bisschen noch modernisiert und alles ein bisschen umgebaut, pünktlich zur neuen Saison und da darf natürlich nur Applewall rein, wie es gehört. Am Sonntag geht's los, dieses Mal in Aston Martin. Was glaubt ihr denn, kann Sebastian Vettel an die alten Erfolge mit Aston Martin ja angreifen oder andocken? Ja, das hoffen wir natürlich. Also wir sind selbst mal gespannt, wie es ausgeht. Ich sag mal so, er hatte wirklich erfolgreiche Jahre auch gehabt bei Ferrari, ganz klar. Und was jetzt gilt in der ersten Saison ist, dass das Team zusammenwächst, dass sie gegen Ende des Jahres eine Einheit sind und eventuell dann in Zukunft wirklich ein siegfähiges Team auf die Beine stellen. Klasse. Also ich sag erstmal vielen Dank und Wahnsinnsidee, was ihr euch hier überlegt habt. Ist der Helm echt? Also von Vettel? Nein, der Sebastian hat uns noch keinen Helm zukommen lassen. Also dann, Sebastian, du guckst uns hoffentlich gerade zu. Hier, dein Fanclub bräuchte einen Originalhelm von dir. Ich sage erstmal vielen Dank und wir versuchen ihn doch vielleicht irgendwie anspringen zu lassen und doch mal hier in Heppenheim noch so ein paar Runden zu drehen. Zurück ins Studio.